Hello, hello, ihr lieben Spezialisten. Ich hoffe, ihr habt so gute Laune wie ich heute. Ich finde diesen Portalter-Korridor so voll nach meinem Geschmack. Ich weiß es auch nicht. Morgen steht der Neumond vor der Tür und es macht mir gar nichts. Ich stehe morgens schon mit einem Lächeln auf und das hat zurzeit gar nichts mal, gar nicht unbedingt mal, das hat gar nichts mit dem Otto zu tun, weil Otto, den siehst du kaum noch, der huscht mal um die Ecke. Hallo, hallo. Und das war es dann auch schon gewesen. Ich mache mir mittlerweile auch nicht mehr ständig die Mühe, mich da reinzuspüren, außer ich sitze jetzt hier am Orakeltisch. Ich lasse den Tag einfach auf mich zukommen und habe ich Impulse, dann nutze ich die und habe ich keine, dann ist es genauso gut. Und das bedeutet für mich Leichtigkeit. Das ist schon länger her, dass ich diesen Zustand hatte. Und ich hoffe, dass im Kollektiv ja viele so einen ähnlichen Zustand erreicht haben. Aber ich weiß auch, dass manche sich immer noch schwer tun und die Glückseligkeit tatsächlich abhängig machen vom Gegenüber. Das ist ja auch lange Zeit so, ne? Wenn dieses Seelenband halt eben so heftig, kräftig zieht und zubbelt, wie will man dann daran vorbeischauen? Aber wen ich jetzt hier bei dieser Legung mitnehme, das werden wir sehen. Ich fange mal an. Und such für dich und ihn erstmal ein paar Überschriften. Was beschreibt dich oder was ist gerade wichtig für dich? Warte mal, bevor das jetzt hier wieder alles wackelt und ihr da Augen schaukeln bekommt, machen wir das mal so. Also, was ist für dich? So müsste es gehen, ohne dass das Ding wackelt. Gerade der erste Impuls. Hier im Rheinischen Land wird ja jetzt zurzeit auch noch Karneval gefeiert. Lasse mal machen. Ich habe ein Kostüm gesehen, als ich eben mit Dex unterwegs war. Das fand ich witzig. Es war der Sterntaler. Naja, wenn man alles mitdeutet, dann lass die Sternchen mal vom Himmel regnen. Reiße die Mauern um dein Herz nieder, gib und empfange Geborgenheit und Wärme. Na, das ist das, was ich meine. Sich umdrehen und sich auf sich konzentrieren, die Phasen braucht es auch immer. Das sind ja dann die sogenannten Rückzüge. Aber du darfst wohl immer für dich überprüfen, warum tue ich das denn? Muss ich mich hier schützen, weil die andere Seite jetzt mal gerade wieder getriggert hat oder nicht so agiert, wie das mir jetzt so gefallen würde? Oder bleibst du in der Energie der Liebe, lässt dein Herz offen und bist auch bereit, Geborgenheit und Liebe zu empfangen, natürlich auch zu geben, wenn es notwendig ist, das Herz einfach strahlen zu lassen. Das ist der Zustand, in den wir alle kommen dürfen und das ermöglicht nach Möglichkeit konstant. Dass es solche und solche Tage gibt, ist ja normal, aber trotzdem darf die innere Einstellung sich einpendeln darauf, dass du dich in dir selbst geborgen fühlst und dieses Herz halt eben niemals ausgeschaltet wird, also verschlossen wird, nur weil du damit jemand anders bestrafen möchtest. Ja, er hat die Träumerle-Karte, lebe als Träumer auf dieser Welt und erschaffe dadurch eine paradiesische Zukunft. Das könnte er. Er ist ein Visionär. Der hat auch wahnsinnig tolle Ideen, wie man Leben gestalten könnte, um es wirklich gut leben zu können. Jetzt ist die Frage, lässt das da beim Träumen? Und na, so Tagträumereien gibt er sich ja gerne mal hin. Jetzt haben wir morgen auch schon wieder Neumond. Dann ist das meistens noch mal ein bisschen stärker als sonst, auch dass die Visionen ihn da anspringen. Da kommt jetzt drauf an, wie sehr das Weltliche ihn im Griff hat. Ob er da bereit ist, Zukunftspläne zu schmieden oder ob er jetzt erst noch damit beschäftigt ist, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Ne, die will ich heute gar nicht haben. Wo stehst du im Prozess? Flaschenpost. Entweder wartest du auf Nachrichten oder du hast Nachrichten empfangen
Oder aber du denkst darüber nach, Nachrichten auszutauschen. Dabei kann ich nur sagen, achte auch auf, ne, das Außerirdische, weil es werden auch viele Nachrichten transportiert über die telepathische Schiene und auch, hoppala, Mann ey. Und auch das Universum schickt dir hin und wieder Zeichen. Oh, er stellt sich ein auf das Land, wo Milch und Honig fließen. Ja, der träumt vom Schlaraffenland. Da ich jetzt die Energien zwischen euch abkläre, bist du da Teil seines Schlaraffenlandes. Also der würde ungern auf dich verzichten müssen, weil wenn er mit dir zu tun hat, ist das Leben süß und erfüllt. Weil du einfach so ein Mensch bist, der den Optimismus wahrscheinlich gepachtet hat und selbst in schlechten Dingen irgendwo noch was Gutes erkennen kannst. Dann lass mal ihm mal kurz was sagen. Ja, ich schiebe dich in letzter Zeit immer wieder an die Seite. Du glaubst gar nicht, wie schwer mir das fällt, aber ich muss in meine Selbstliebe kommen, soll ich sagen. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, weil ich so sehr an dich denken muss. Ich nehme hier gerade sehr viel Liebe wahr von der anderen Seite. Wohingegen du so ein bisschen die coolere raushängen lässt, auch wenn das Herz weit offen steht. Du sagst, ich kann dich ja spüren, auch wenn du weit, weit weg bist. Und manchmal habe ich aber auch Dinge, die würde ich gerne einfach mit dir teilen. Also ehrlich gesagt, würde ich mich ab und zu auch schon mal gerne mit dir austauschen, auch die schönen Dinge mit dir teilen. Und ich sage dann in dem Moment meistens, dann mach es doch einfach und kontrolliere nicht, ob er sich das Ganze angeschaut hat, ob da Haken hinter sind oder keine. Hau es von der Seele, dann bist du es quitt und kannst dich wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Das ist so das, was in den Überschriften heute liegen möchte. Und wir machen wie meistens ein Spoilerchen, weil ich finde, ne, also so in den privaten Legungen gehe ich schon tiefer ins Detail. Aber da ja hier die Legungen für jeden Tag gemacht werden, können wir uns damit begnügen, einfach die Tendenz für die nächsten 24 Stunden auf den Tisch zu werfen. Und das ist bei dir erstmal folgende Überschrift. Ja, jetzt überlegen hier einige, was ist es denn? Es macht mich ein bisschen konfus. Sagt er, jetzt habe ich Zeit für dich, dann ist aber trotzdem nicht greifbar. Ist das hier alles nur eine schöne Illusion? Bilde ich mir das ein? Gucke ich ein bisschen sehr durch die rosarote Brille? Entschuldige ich viel zu viel, was der da an Verhalten temptiert? Ja, Liebe verzeiht halt viel und trotzdem glaube ich nicht, dass die meisten hier im Kollektiv naiv sind, überhaupt nicht. Er sucht nach Erlösung, weil er will auferstehen und das ist das, was gerade in ihm vonstatten geht. Bei ihm fangen die Gefühle aber auch wieder an zu fließen und ja, vielleicht macht er sich auch gerade Gedanken darüber, was er in sein Leben einladen möchte und was denn gehen darf. Welches Deck nehme ich denn? Ich nehme den Kartensalat, da haben wir alles. Doppel und dreifach. Die nächsten 24 Stunden, was kommt auf dich zu? Er nee. Das heißt nicht, dass er auf dich zukommt. Das hättest du gerne. Aber du hast das Ganze gerade mit ein bisschen Zweifel belegt und bist in den nächsten 24 Stunden nochmal herzlich eingeladen, deine Intuition zu nutzen. Und dich von deinen Ängsten zu befreien, geh friedlich mit dieser Situation um. Es kommt nicht immer darauf an, dass Handlungen geschehen. Es kommt darauf an, dass du hier, ne, reiße die Mauern um dein Herz nieder, gib und empfange die Geborgenheit und Wärme, die du brauchst. Und die darf zuerst in einem selbst gefunden werden. Auch wenn die Love Story hier und da ein bisschen stagniert, wenn das eben so ist, dass es nicht galoppi galoppi vorwärts geht, hast du alle Ruhe und Zeit der Welt, dich um deine Belange noch zu kümmern und er. Was bringen ihm die nächsten 24 Stunden?
Ihm ist einfach super wichtig, dass du ihm treu zur Seite stehst. Auch nicht so wie so ein Fähnchen im Wind. Heute finde ich dich toll, morgen bist du blöd, weil du hast mir mein Förmchen nicht gegeben. Er weiß, dass er selbst auch noch einiges an Lernaufgaben zu meistern hat. Und dafür braucht er dich im Rücken. Da kannst du natürlich mit dem Ego da reinhauen und sagen, das hätte ich ja auch gerne. Aber du bist in dieser Geschichte auch als Frau das Fürengelchen. Und das ist halt manchmal was, was ein bisschen schräg ist, weil der Mann ja normalerweise der stärkere Part ist. Und er ist ja auch ein starker Typ, der ja, zumindest früher mal sehr breite Schultern hatte. Aber er ist auch jemand, der leicht aus dem Tritt zu bringen ist und den schnell Dinge nervös machen, wenn die anfangen, anders zu werden, als sie mal gewesen sind. Er steht dir grundsätzlich treu zur Seite und arbeitet momentan an seiner Stabilität. Er weiß aber, dass er nicht der Schnellste ist und trotzdem ist er auch der felsenfesten Überzeugung, dass Liebe Zeit braucht. Wenn dir das jetzt zu langsam ist und du anfängst, ihn zu drängeln, dann fängt er an zu kämpfen. Aber er kämpft grundsätzlich gerade darum, hier ins Licht zu treten und sein Bestes aus ihm herauszuholen. Und hier möchte auch eine Veränderung stattfinden und eine Zusammenkunft. Er zieht sich gerade zurück, um sich vorzubereiten. Das tut er schon lange, das weiß ich. Aber wir hätten ja auch alle lange schon sagen können, ich drehe mich um und gehe. Das haben auch viele versucht, aber ihr wisst ja, alles funktioniert nicht. Und er hat halt eben einfach sein Tempo. Soll ich eine Zeitkarte ziehen? Seht es jetzt bitte als Späßchen, aber ich habe da gerade einfach Bock drauf. Ne? Wir nehmen das jetzt alles nicht so ernst, weil das Universum eben die Zeit nicht kennt. Und wir hier in verschiedenen Etappen unterwegs sind. Ne? Es steht nicht jeder auf einem Level und das ist auch hier kein Wettkampf. Die einen sind schon länger beschäftigt, die anderen kürzer, haben aber mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Für alle die, die mit dem, was ich jetzt hier erzählt habe, in Resonanz gehen, wann ist der Otto denn bereit, sich zu entscheiden, diese Liebe auch zu leben? Real, hier, ne? Auf dieser schönen Erde. Wann ist er denn bereit? Was sagt uns das jetzt? Also wie gesagt, das ist Spielerei, ne? Das kann eine Tendenz für manche sein und für manche heißt das auch gar nichts. Ja, wir haben jetzt hier 5 Tage, 5 Wochen oder 8 Wochen, 8 Monate. Heile die Wunden. Du entscheidest selbst, ne? Wunden kann man auch miteinander heilen oder zumindest Seite an Seite. Heilen muss er die selbst, aber das kann man auch, indem man sich zusammentut. Ich würde sagen, für die Monate Mai, Juni, Juli und August könnte hier ein ordentlicher Schwung oder Sprung nach vorne für viele stattfinden. Wir hängen ja noch im Winter. Mai, Juni, Juli, August, also der Sommer. Und der Sommer, der wird mir auch häufiger mal angezeigt. Letztes Jahr wurde mir der Herbst angezeigt. Da habe ich das scheinbar missverstanden, dass der Herbst nochmal ordentlich für Trubel gesorgt hat. Hinterher ist man immer schlauer. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, wann er sich entscheiden wird, diese Liebe auszuleben. Und da zeigt sich der Sommer. Und dann drücken wir schon mal die Daumen, weil so arg lang ist das nicht mehr bis zum Sommer. Guck mal einfach, was passiert. Lassen wir es auf uns zukommen. Bleibt ihr mir vor allen Dingen gesund. Lasst es euch gut gehen und genießt euer Leben. Bis dann.